Hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt Let's Play RTL Skispringen 2007. Hier ist euer Blattiers. Ja, ich habe mir vorgenommen, ein neues Spiel für euch zu Let's Playen. Skispringen 2007. Ja, ich habe mir gedacht, ich habe das früher sehr gerne gespielt und ist immer eine schöne Abwechslung und habe ich jetzt vor, mit euch eine Karriere zu machen mit meinen eigenen Springer. Und dazu müssen wir natürlich erstmal einen erstellen. Jo, was machen wir denn? Schwierigkeitsstufe. Ja, wollen wir denn anfangen? Ich würde sagen, wir machen normal. Und ja, erstmal gucken, aussehen. Oh, welcher gefällt mir denn? Die Musik ist schon mal ziemlich geil, deswegen habe ich das Spiel auch richtig gern gesuchtet. Ja, er sieht nicht schlecht aus, die 9. Die 6 los wird auch freundlich. Ja, die 1 ist auch cool. Ach komm, ich nehme die 9. Welches Land machen wir denn? Ja, also ich sag mal, die Leute, wo kein Teamspringen ist, lassen wir schon mal raus, würde ich sagen. Ich meine, wir nehmen die guten Deutschen. So sieht's nämlich aus. Ja, Fähigkeiten ein bisschen umverteilen vielleicht. Mal schauen. Eigentlich möchte ich ein bisschen größer sein. Dann nehmen wir mal ein bisschen Sprungkraft weg und ein bisschen Fitness. Und ich sag mal so. Eigentlich so. Ja, 1,85 ist gut. Gewicht reduzieren wir auch nochmal ein bisschen auf. Ja, 75 ist gut. Und den letzten 2 Punkten gibt wieder Sprungkraft und Fitness. So, mal weiterschauen. Ja, also Powerpunkte lasse ich so. Ist ja voreingestellt. Namen. Wie heißt man denn? Ich sag mal, The. Und Blood Tears. So soll es nämlich sein. Ja, dann ist das unser Springer. Größe 1,85, 75 Kilo. Dann die Fähigkeitspunkte. Ja, und am Anfang eben 1000 Geld. Nennen wir es jetzt einfach Euros. 2007 waren es schon Euros, also ist jetzt auch was. Dann fertig. So, dann haben wir schon einen Springer erstellt. Das ging auch recht fix. Ja, so viele Auswahlmöglichkeiten hatte man hier noch nicht. Ja, Skispringen 2007 war auch das letzte Skispringen, was wirklich nur die Sportart Skispringen betrachtet hat. Danach kamen natürlich dann so Wintersportsets. Aber wer eben nur auf Skispringen steht, war das halt das letzte Spiel. Und ich sage, ja, wir machen eine Springerkarriere. Was steht da? Jeder Springer kann nur an einer Karriere zurzeit teilnehmen. Daher wird immer nur eine Karriere abgespeichert. Wenn Sie also eine neue Karriere starten, wird die laufende, sofern vorhanden, gelöscht. Ja, okay, ist klar. Wir spielen eh nur mit einem Springer. Dann, mit jeder Saison altert ein Springer um ein Jahr, auch wenn die Saison vorzeitig abgebrochen wird. Mit 40 Jahren wird die Karriere beendet. Die ausgemusterten Springer können aber weiterhin im Schnellstartmodus ausgewählt werden. Oh, 40 Jahre. Wo fangen wir denn eigentlich an? Das habe ich jetzt gar nicht geguckt. Ja, ich sag mal, was gibt's denn? Nachwuchsliga, Amateurliga, Profiliga brauchen wir, glaube ich, noch nicht anfangen. Fangen wir einfach mit der Nachwuchsliga an. The Blood Tears. Genau. Was war Informationen? Ach, 15! Ja, da haben wir ja noch ein bisschen Zeit, ne? Dann wollen wir mal. Zack. Oh, gleich Sponsorenvertrag. Friseursalon bat ab, weil sie als Model. 190 Euro. Mal sehen, was wir noch nachverhandeln können. Ah, das war nicht so gut. Ach, es ist weniger geworden. Aber einen Sponsor brauchen wir. Ja, müssen wir annehmen erstmal. So, was haben wir denn für Möglichkeiten? Erstmal einen Tourkalender angucken. Wir haben den Nachwuchs-Europa-Cup oder Nachwuchs-Euro-Cup, den Blüten-Cup, Nordischen Nachwuchs-Cup und den Teamplay-Cup. Ja,
hört sich doch schon mal gut an. Rangliste. Ja, dürfte ich jetzt noch nicht so wirklich weit sein. Das ist der erste Anfang. Gut. Charakter. Wetten können wir. Was können wir, auf was können wir denn alles wetten? Auf sich selbst wetten. Genau, Platzierung können wir machen. Und ja, das machen wir jetzt noch nicht. Weil auch während des Spiels einen Wetten angeboten werden. Und wenn ich die für sinnvoll erhalte, werde ich die natürlich auch annehmen. Haben wir natürlich einen Shop. Anzüge, Skier, Helme, Brillen, Handschuhe, Schuhe, Bindungen, Masken. Ja, wir haben jetzt zum Beispiel als Anzug das Schlake-Modell 1997. Aerodynamik 10, Balance 100. Es gibt halt noch andere, kostet halt dementsprechend. Manche sind natürlich noch nicht freigeschaltet, das kommt aber mit der Zeit. Darum kümmern wir uns später. Ja, Training gibt es immer noch vor jedem Wettkampf. Gucken wir uns gleich an. Erstmal wachsen. Wir können natürlich hier immer auf die gegebenen Bedingungen manuell wachsen. Aber da ich mich mit der Materie nicht so auskenne, werde ich auf einen Wachsmeister zurückgreifen. Natürlich kosten die. Der beste 3500, den können wir uns natürlich nicht leisten. Wollen wir mal schauen, welcher relativ zuverlässig ist und nicht so viel kostet, ne? Ich würde sagen, Potenzial ist fast 75%, zuverlässig auf 75%, 250. Den nehmen wir einfach mal, sag ich mal. Dann lassen wir den gleich mal wachsen. Fast 70% vom Ski ist top für den Anfang. Training. Ja, da gibt es natürlich auch wieder einen Trainermarkt. Mal schauen. Wir können trainieren oder die Fähigkeiten werden dann verteilt auf Sprungtraining, Fitness, Motivation und das Gewicht. Oder das Gewicht angegeben im BMI. Ist natürlich auch wieder Top-Trainer. Sind natürlich sauteuer. Mal gucken, was wollen wir denn investieren? Ich nehme jetzt erstmal den Trainer und dann müssen wir erstmal schauen, welche Platzierungen wir belegen. Ja. Natürlich können wir noch ein Extra-Training machen. Ich würde sagen, das machen wir auch gleich. Wie wir sehen, ist unsere erste Chance in Trondheim, Norwegen. Ah, hier die Wetterdaten. Werden wir dann sehen, wie es wird. Und dann die Aufgabe. Erringen Sie 40 Extra-Punkte für das Training, indem Sie in einem einzigen Trainingssprung folgendes Resultat erreichen. 44 Punkte. Ja, dann probieren wir das doch gleich mal aus. Ja, wie ihr seht, der Ladescreen wird auf 4:3 umgestellt. Ich habe es probiert abzustellen. Hat nicht funktioniert. Ist zwar schade, aber mein Gott, ist der Ladescreen, ne? Solange das Menü und natürlich die Sprungansicht in 16:9 ist, ist das top. Ja. Wie immer vor dem Springen einen schönen Flug durch die Schanze. Beim Training sind natürlich keine Zuschauer anwesend. Dann haben wir den Springer, die Nation, und dann müssen wir ja mal klicken. So, dann werden hier reingefahren. Hier sieht man natürlich noch die Windfahne. Im Moment haben wir leichten Seitenwind und dann geht's auch schon los. Rechts seht ihr meine Anzeige. Die Kurve des Körpers formt sich, je besser wir sind. Drücken, halten, zurückziehen und schon fliegen wir. Und jetzt immer schön Gleichgewicht halten. Danach vorne schieben und landen. Ich sag mal, für den ersten Sprung in Ordnung. Was haben wir denn? Weitenpunkt 31 und Haltungsnoten 50, insgesamt 81 Punkte. Demnach haben wir die Aufgabe schon mal erfüllt. Ja, das ist schon mal sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, ich selber, ja, freue mich darüber natürlich. So, wie verteilen wir denn die Punkte? Ich würde mal sagen, am Anfang packen wir erstmal alles auf Sprungkraft und Fitness. Verteilen wir die Punkte gleichmäßig. Zack, und dann trainieren wir. Sehr gut. Haben wir uns verbessert natürlich in der Sprungkraft, in der Fitness und Motivation auch. BMI ist gleich geblieben. So, dann wollen wir natürlich mal den ersten Wettkampf machen. Wie gesagt, in Trondheim. Das Training ist immer auf der Schanze, wo wir dann als nächstes sind. Also in dem Fall jetzt Trondheim gewesen.
Und wir springen jetzt Trondheim. Erstes Springen von 8 im Nachwuchs Eurocup. Ja, mal schauen, wie es ist. Als erstes ist das Qualifikationsspringen. Wer sich mit Skispringen jetzt nicht so auskennt, wir müssen unter den besten 50 landen, damit wir im ersten Durchgang starten können. Wollen wir mal schauen, dass wir das schaffen. Oh, das war schon mal ein sehr guter Absprung. Landung, naja, kein Telemark, aber Landetechnik hat man ja noch nicht so wirklich. Nebenbei Info, die Kommentatoren gibt es hier in dem Spiel, habe ich ausgeschaltet, weil natürlich ich euch was erzählen will zum Skispringen. So, Sprungweite 105 Meter. Ja, werden erst sehen, wenn die anderen dran sind, wie das abschneidet. Wir können uns jetzt die einzelnen Sprünge angucken. Machen wir natürlich nicht. Wir spulen das vor. Und wollen mal schauen. Wow, wir sind nach der Qualifikation auf Platz 1. Das hätte ich jetzt persönlich nicht gedacht. Aber demnach sind wir qualifiziert. Wir gehen mal kurz nach unten. Ihr seht, bei 50 machen sie genau einen Cut hier. Und die anderen sind natürlich nicht qualifiziert für den ersten Durchgang. Dieser Josef Reuter ist der Letzte, der qualifiziert war. Ja, da ist er auch. Dann spulen, das ist jetzt natürlich schon der erste Durchgang, spulen wir direkt vor zu mir und wollen mal schauen, wie wir uns anstellen. Ja, ich selber gucke schon seit vielen Jahren Skispringen sehr gerne. Deswegen liegt es auch nahe, dass ich dann natürlich auch mal die Spiele ausprobiert habe. Ich finde, die Spiele aus den Spielen hätte man noch mehr rausholen können, aber ich finde, man kann da auch schon viele Stunden mit verbringen. Oh, da war sogar ein Telemark. Nicht schlecht, nicht schlecht. Mal gucken. 92 Meter diesmal nur. Aber war in Ordnung. Mit der Maussteuerung am Ende kann man dann eben einschätzen, jubeln oder sich ärgern. Am letzten habe ich jetzt gejubelt. Schauen wir uns den ersten Wettkampfsprung mal an. Mal schauen. Na, oh, das war sehr wackelig am Absprung. Oh, der Telemark war auch sehr wackelig. Aber naja, wir sind 15 Jahre. Und wir sind in Führung mit einem Punkt. Super, wow. Das läuft doch schon mal sehr gut. Das müssen wir jetzt nur noch im zweiten Durchgang halten. Im zweiten Durchgang für die Leute sind nur noch die besten 30 dabei. Also sind 20 nach dem ersten Durchgang ausgeschieden. Ja, und werden jetzt sozusagen die Weltcup-Punkte unter sich ausmachen. Denn bis zu Platz 30 gibt es Weltcup-Punkte. Die einzelne Verteilung kann ich euch nachher nochmal zeigen. Setzt zusammen erster Platz 100 Punkte auf jeden Fall, das weiß ich noch. Ich glaube, beim zweiten waren es dann 80 und beim dritten 60. Und die weiteren zeige ich euch dann die Abstufung, wenn es soweit ist. So, jetzt wollen wir mal einen super Sprung noch hinlegen, damit wir vielleicht sogar direkt das erste Springen gewinnen. Also ich habe natürlich mal Probe angezockt, schon vorher, um es mal zu testen. Und da habe ich das erste Springen nicht gewonnen. Über die blaue Linie müssen wir. Geschafft. Demnach dürften wir gewonnen haben. Und das war auch ein sauberer Telemark, wie ich finde. Ja, gucke mal. 21 hat man sogar gekriegt. Für die Leute auch nochmal, die sich wieder nicht so mit Skispringen ausgeben. Es gibt 5 Punktrichter. Und dabei wäre das beste Ergebnis, hier in dem Fall die 20-0 gewesen. Und das schlechteste Ergebnis bei mir die 18-5 gestrichen. Und aus den anderen 3 Punkten setzt 3 Punkte Wertung, die maximal 20 haben können für die beste und 0 eben für die schlechteste, werden zusammen addiert mit den weiten Punkten. Ja, wie ihr seht, gewonnen. Hammergeil. Hätte ich selber nicht gedacht. Ja, und dann sieht man, wie gesagt, habe ich schon erwähnt, erster Platz 100 Weltcup-Punkte, zweiter 80, 60, 50, die Abstufung und so weiter. Bis eben zum Platz 30, der noch einen Weltcup-Punkt, ich nenne es jetzt Weltcup-Punkt, bekommt. Ist natürlich ein Nachwuchs-Europacup-Punkt. Das war das. Schon das erste Springen. Wie ihr seht, das geht relativ schnell. Und ja. Herzlichen Glückwunsch! Durch Ihren ersten Platz im letzten Wettkampf haben Sie 3.000 Euro gewonnen. Das ist doch mal super.